liebe Freunde. Ja, ich habe mal eine kleine Kurztour wieder gemacht. Die war so gar nicht geplant. Bin wieder alleine unterwegs. Bei uns zu Hause ist der Durchlauferhitzer kaputt gegangen. Und ich hatte dann erst gar kein Wasser und dann hatte ich nur kaltes Wasser. Und dann habe ich jetzt die Zeit genutzt, bis der gute Mann von der Technik kommt und uns einen neuen einbaut, was ja gar nicht so auf unserem Plan jetzt stand. Naja, das sind immer so Geschichten. Wer mag das schon, ne? Kommt nie passend sowas, gell? Ja, und dann habe ich gedacht, na gut, dann nutze ich die Zeit und wenn ich sowieso in Peppino duschen muss und Haare waschen muss, dann kann ich auch ein bisschen unterwegs sein und habe eigentlich mehr oder weniger nur was erledigt. Und zwar habe ich in die Ferienwohnung Sachen gefahren, die wir sowieso hätten hinfahren müssen. Und wir haben so ein paar neue Utensilien gekauft, Stühle und Stuhlkissen und alles, was sich so ein bisschen abnutzt, ne, was man ein bisschen erneuern muss. Und das habe ich jetzt hochgebracht und habe gleich da in der Ferienwohnung ein bisschen rumgewerkelt und, ja, und habe so ein paar Dinge halt eben erledigt und habe praktisch das mit dem Nützlichen ein bisschen verbunden. Und auf dem Hinweg nach Usedom habe ich in Pasewalk Stopp gemacht, weil ich bin relativ spät weggekommen an dem Tag und ich hätte das nicht bis 20 Uhr geschafft, eben in Ahlbeck zu sein und ich wollte unbedingt Let's Dance gucken. Ja, Let's Dance ist so eines meiner Lieblingssendungen, die gucke ich wirklich sehr gerne und deswegen habe ich da einen Zwischenstopp eingelegt und ich hatte das gesehen auf Park for Night, dass es da seit geraumer Zeit einen Stellplatz gibt, den gibt es noch nicht sehr lange. Und zwar ist der auf dem Flugplatz von Pasewalk und ich muss sagen, also das kann man wirklich so als Zwischenstopp echt gut nutzen. Man zahlt 15 Euro und dann kannst du dann auf die Schranke drücken. Dann geht die auf und in den 15 Euro hast du Strom enthalten, Müllentsorgung und auch Ver- und Entsorgung. Man hat also Wasser da und auch Abwasser. Allerdings mögen sie keine Chemietoilettenentsorgung. Und ich stand da wunderbar, habe dann am nächsten Morgen noch zugeguckt, wie die Leute dort ankamen und ihre Flugzeuge ausgepackt haben und dann ging's los in die Luft. Und es ist immer so ein Faszinosum für mich, Gott, wenn die Segler da sich hochziehen lassen und das ist so steil, wenn die da hochsausen. Ich kenne es noch aus Bad Nauheim, wir hatten da auch so einen Flugplatz gehabt, da gab es so ein schönes Lokal dazu oder gibt's immer noch. Da haben wir immer gerne abends gesessen und ein Glas Wein getrunken und Sonnenuntergang und konnten wir dann auch also den Flugzeugen da zuschauen. Es ist faszinierend, wie die da hoch sausen, ey, das ist Wahnsinn. Naja, also das war ganz interessant, war schön, also kann man wirklich für so einen Zwischenstopp empfehlen. Naja, und dann bin ich also eben nach Usedom gefahren, also beziehungsweise nach Anklam, habe das erste Mal erlebt, dass die Brücke aufgegangen ist über die Peene. Solange wir da hinfahren, haben wir das noch nie erlebt, dass diese Brücke hochgegangen ist. Das erste Mal. Und es sieht natürlich schön aus, wenn die Segelboote da dann so durchfahren und so. Ne? War schön. Also war mal interessant zu sehen. Und vor dieser Brücke gibt es ja so ein schönes Naturparadies. Auf der linken Seite, das ist ein Naturschutzgebiet für die Vögel, traumhaft schön. Es ist immer schlecht dort zu halten. Es gibt da so eine kleine Möglichkeit, aber da ist man ruckzuck dran vorbeigefahren und dann hast du keine Chance mehr. Und das ist echt schön. Mit dem Fahrrad kann man da echt super hinfahren. Und aber mit dem Auto ist es echt schwierig. Das ist wunderschön dort. Ich liebe diese Peene-Region. Also das ist einfach für mich, ich finde es traumhaft schön. Ja, dann habe ich halt eben, wie gesagt, jetzt dort ein paar Tage verbracht in Ahlbeck und habe eben Dinge erledigt und was noch so gemacht werden musste, ein bisschen Ausbesserungsarbeiten und die alten Sachen zum Wertstoffhof gefahren und so. Ne? Und jetzt stehe ich hier in Anklam und zwar auf dem Stellplatz an der Marina hier. Ja, und bin hier dann auch noch verabredet heute mit Ehrenfried und Monika. Das sind die beiden, die ich auf dem Hinweg nach Thüringen kennengelernt habe, in Radebeul mit ihrem Adria. Und die schickten mir per WhatsApp eine Nachricht, Bilder von Ueckermünde. Sag ich, naja, dann seid ihr ja gleich um die Ecke. Naja, und jetzt wollen wir uns halt eben
hier heute eigentlich nochmal treffen und ein bisschen quatschen. Und das ist auch wunderschön gelegen hier. Man ist hier an der Peene. Man hat allerdings den Platz umzäunt. Also man steht nicht direkt an der Peene und kann so drauf gucken, sondern man kann so über den Zaun schauen. Und aber man geht gleich hier um die Ecke und dann kann man sich da hinsetzen und kann dort also beobachten. Das ist echt schön hier. Und auch gleich hier gibt es, also wenn man hier ein Stück weiterläuft, kommt man auch an so ein Naturschutzgebiet. Da schaue ich auch immer rüber, wenn wir nach Ahlbeck fahren, weil da auch so ganz viele Vögel sind. Und da will ich nachher mal probieren hinzulaufen und ein paar Fotos zu machen. Mit der großen Kamera wird es wahrscheinlich nicht gehen, weil da auch ein Zaun davor ist. Aber mit dem Handy, das kann man mal so ein bisschen durch den Zaun durchgreifen, darf er nur nicht runterfallen. Und da möchte ich nochmal probieren und gucken, ob ich dann nachher nochmal ein paar Bilder machen kann. Der Platz hier, weiß ich noch ganz genau, was der kostet. Ich glaube 12,50 für das Auto und dann zahlst du, glaube ich, pro Person nochmal etwas. Und für den Strom, das konnte ich nicht erkennen. Da hat man mit Edding drüber gemalt. Ich weiß nicht, was das kostet. Keine Ahnung. Hafenmeister war noch nicht da. Die haben gesagt, der kommt nachher an die Autos und dann schauen wir mal. Ja, und da warte ich jetzt drauf. Und ich zeige euch jetzt mal unsere Ferienwohnung, weil einige von euch, die das mitgekriegt haben, haben uns schon geschrieben und gefragt, ob wir die eben vermieten. Ja, die wird vermietet, aber nicht durch uns, sondern durch eine Agentur. Und ja, ich zeige euch einfach mal unsere Wohnung. Wenn Interesse besteht, könnt ihr euch an diese Agentur wenden. Ich verlinke euch die unten. Die haben aber auch noch mehr Ferienwohnungen. Auf ganz Usedom halt eben sind sie tätig und wir sind sehr zufrieden. Und ja, das könnt ihr euch einfach mal die Wohnung anschauen. Zeige ich euch jetzt mal. Hallo! Ja, jetzt bin ich mal hier in unserer Ferienwohnung und werde die jetzt euch mal zeigen. So, hier sind wir im Flur. Hallo. Ja, und von hier aus geht es jetzt in den Wohnbereich. Ich habe das alles so ein bisschen maritim eingerichtet. Ganz besonders stolz bin ich auf das gemalte Bild, das ist nicht von mir, aber das habe ich mir hier wirklich mal bei so einem Galeristen gekauft und ich fand das so schön, weil das so schön oder so viel Ruhe ausstrahlt. Und ich male ja selber gerne und ich finde das total schön. Ja, müsste ich mal nachmalen, habe nur keine Zeit. Ja, und hier ist praktisch so der Wohnbereich. Das Bild hängt schief. Kennt ihr das? Das Bild hängt schief von Loriot. Das machen wir jetzt nicht, das mache ich nachher, wenn ihr weg seid. Versuche ich das Bild zu richten, sonst geht es mir so wie Loriot. Ja, hier ist also so ein kleiner Erker, wo man halt schön sitzen kann. Und hier habe ich nämlich neue Stühle hochgebracht. Wir hatten vorher andere und die waren jetzt abgenutzt. Jetzt haben wir uns ja nochmal welche geholt aus Holz. Die sind ein bisschen robuster. Ja, das ist der Erker. Ja, und wenn ihr seht, da hinten ist das Meer. Also man kann so ein bisschen aufs Meer schauen. Und da ist auch gleich diese Strandpromenade. Also es ist wirklich nicht weit. Man kann also wirklich ruckzuck hier am Strand sein. Ja, und hier haben wir unsere Küche. Und ja, da ist auch alles so, was man halt eben braucht. Wie halt alles so auch im Wohnmobil ist, ne? Was man, die nötigsten Sachen, was man halt so in so einem Urlaub braucht. Töpfe. Und alles, was man eben so zum Kochen braucht. Geschirrspülmaschine. Ja. Also das ist der Wohnbereich. Hier liegen noch ein paar Sachen, aber die müssen in die Abstellkammer runter und ich habe meinen Schlüssel vergessen. Ja, hier ist das Bad. Ich mache jetzt mal das Licht nicht hier drin an. Ich hoffe, dass das reicht einigermaßen, weil dann flimmert das beim Filmen so. Ja, also mit Badewanne und Duschwand, so kann man beides. Und jo. Hier ist das Schlafzimmer.
Ja, ist auch recht groß, das Schlafzimmer. Da ist auch ein großer Schrank drinne. Bei dem schwedischen Möbelhersteller. Also ist genug Platz. Und hier ist der Balkon. Da hängt jetzt meine Leitung für Peppino, damit ich Strom habe. Ja, und hier kann man halt auch schön draußen sitzen. Das Gute ist, also ich finde es gut. Ich finde es gut, weil hier ist tagsüber keine Sonne. Also du hast hier Sonne bis 11 Uhr und um 11 Uhr geht sie hinters Haus und kommt dann erst relativ spät abends wieder hier rum. Und da kann man nämlich wunderbar hier draußen sitzen, ohne dass man irgendeinen Schirm braucht oder eine Überdachung oder wie auch immer. Finde ich persönlich viel, viel besser, als wenn die Sonne hier drauf knallen würde. Und dadurch ist das Schlafzimmer auch immer schön kühl zum Schlafen. Ja, hier unten steht Peppino. Ja, und da, wie gesagt, ist die Strandpromenade. Also, was weiß ich, wie viele Meter sind das? 100 Meter, 150 allerhöchstens. Ja. Das Haus, hier kann ich euch noch zeigen. Das Haus heißt die Villa Sanke. Ja, das ist unsere Ferienwohnung. Und jetzt habt ihr mal einen Einblick, wie es hier so aussieht. Also, ihr seht schon, das ist wirklich nur für zwei Personen gedacht. Also, ein kleines Kind kann natürlich mit dabei sein. Ist auch unten im Abstellraum haben wir auch so Aufstellbettchen für Babys. Und ich glaube, ein Kinderstuhl steht unten auch. Das ist auch alles vorhanden, aber das sagt ja dann auch die Vermietagentur, wenn danach gefragt wird, ne? So, jetzt habt ihr mal unsere Ferienwohnung gesehen. Ja, das ist also unsere kleine Ferienwohnung. Klein, aber fein. Und ja, da sind wir damals durch Zufall dazu gekommen. Als wir hier nach Cottbus gezogen sind, waren wir auf den Masuren und haben auf dem Rückweg einen Stopp auf Usedom eingelegt. Und da hat uns das so gut gefallen. Und da haben wir uns so ein bisschen umgeschaut, was es so gibt. Und eigentlich hatten wir schon wieder alles an ACTA gelegt, weil wir nichts Gescheites gefunden hatten. Und dann aber wirklich, wirklich, wo wir schon gesagt haben, nee, jetzt ist Schluss, wir gucken nicht mehr, dann hat sich diese Wohnung da noch ergeben. Und ja, die haben wir jetzt seit 6 Jahren. Und ja, wir sind natürlich immer nur außerhalb der Saison da, weil während der Saison ist sie ja vermietet. Und wir fahren halt zweimal im Jahr hin, um bisschen klar Schiff zu machen und dann gibt es Eigentümerversammlung und wie das dann so ist. Und du darfst ja auch gar nicht so oft in der Wohnung sein, musst da alles dokumentieren fürs Finanzamt und von daher ist das eigentlich eine reine Ferienwohnung halt eben zum Vermieten, nicht für uns gedacht halt, ne? Also, das war's erstmal. Ich warte jetzt und dann schauen wir mal, ob die beiden heute noch hier kommen. Und ja, dann bis später. Macht's gut. Tschüss.